Freunde der neuen Sicher, der neue Power Ranger Film ist auf Netflix um 10 Uhr erschienen. Und wer hat sich es nicht genommen? Ich, obwohl ich ein Kind der 2000er bin, 2001 besser gesagt. Ich fand diesen Film auf eine sehr emotionale Art und Weise wirklich der beste Film, den ich jetzt gesehen habe. Obwohl es nur ein normaler Kinderfilm und Familienfilm ist. Aber wartet. Ich bin ein riesen Power Ranger Fan. Ich genieße dieses Franchise. Außer jetzt der neue Kram, was jetzt heutzutage da bei Nickelodeon oder jetzt Toko läuft. Keine Ahnung, wo es jetzt gerade läuft. So gut informiert bin ich. Wir haben, wie gesagt, der neue alte Cast wieder dabei mit den alten Power Rangers. Und Rita haben wir wieder zurück. Und es hat mir so Gänsehaut verbreitet, wie der alte geremixte Theme von Power Rangers von Ron Wassermann. Da war einfach nur bombastisch. Ich habe Gänsehaut bekommen, wo es hieß Go Go Power Rangers. Ich habe den Sword geliebt, die alten Requisiten vom Set, wie zum Beispiel die Bar, wo sie früher da saßen und gechillt haben, ihre Sachen erledigt haben und so weiter und so fort. Es war einfach nur genial. Und wir haben auch gesehen, natürlich auch der Tod von dem Gelben Ranger, die ja auch in der Realität verstorben ist 2001 durch einen Autounfall leider. Und wie wir es auch alle mitbekommen haben, auch letztes Jahr, Jason David Frank ist auch leider von uns gegangen. Der grün-weiß-rote, schwarze Ranger, kann man sagen. Da hat ja viele Power Ranger Charakteren gespielt, aber er war immer nur Tommy halt, ja, gell? Ja. Oh, ich bin so aufgeregt, Freunde. Ich hab den Film erst seit einer Stunde gesehen. Oder seit 2 Stunden. Ich bin immer noch völlig komplett fertig. Ich fand den Film einfach nur atemberaubend. In meiner Hinsicht soll es wirklich noch eine gute Serie noch mit diesem alten Cast geben. Denn es hat wirklich so viele Erinnerungen geweckt. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Und wir haben auch noch den zweiten schwarzen Ranger gesehen und auch noch die zweite gelbe vom Power Ranger Mighty Morphin. Aber ja, das war zum einen war das, wie hieß er nochmal, Adam, und die eine hieß Aisha, glaube ich. Ja, und es waren auch viele Easter Eggs, wie zum Beispiel das SPA statt SPD, diese Uniform, wo sie anhatten bei der Weltraumzentrale, und das kaputte Ding, wo Sordon drin war in dieser Röhre, wo dieser Riss drin war. Es waren so viele Easter Eggs dabei, das könnte ich noch aufzählen. Ah ja, dass Tommy und Cat ja ein Kind bekommen haben, dass die Eltern waren oder sind in dem Film. Und ja, so vieles passiert, ey. Was kann ich denn euch noch sagen? Ihr müsst ihn euch selber angucken. Ich will euch nicht so viel spoilern, damit die Spannung noch drin bleibt. Was sagt ihr zu diesem Film? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo hier auf diesem Kanal und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Alles Gute, wünscht euer Real Stevie. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.